und willkommen zu PBA Season 2 am Spieltag 21 gegen Bene Full Life Games und sein Team Unlimited Blade Works. Wir haben beim letzten Mal, als wir gegen Bene gespielt, nicht so gut ausgesehen. Und ich finde unser Matchup immer noch kacke. Aber diesmal habe ich einen Gameplan, der heißt Rotom Heat. Rotom Heat ist ein super Gameplan, weil Rotom Heats Overheat einer der Moves ist, auf die Bene am wenigsten reinbringen kann. Um nicht zu sagen, er hat Tariyama und Dragonir. Das war's. Also, Nachtara kommt auch rein, ja? Nachtara kommt auf den Overheat rein. Nachtara nimmt aber trotzdem 50% von dieser Overheat. Die nächste macht dann noch 25%. Das heißt, mit ein bisschen Chip kommt der auch nicht mehr auf den Overheat rein. Problem, wir haben nicht unendlich viel Overheat-PP. Wir haben tatsächlich nur sehr beschränkte Overheat-PP. Das heißt, Probleme sind Hariyama. Hariyama wird wahrscheinlich Protect haben. Das heißt, Hariyama doppelt. Dann ist Nachtara ein Problem. Und Dragonir. Wahrscheinlich werden wir PP-stalled. Das ist das große Problem. Aber wir machen auch mit Thunderbolt noch guten Schaden gegen das meiste. Das heißt, wir müssen nicht zwingend immer Overheat drücken. Wir können Moves wie Trick drücken. Wenn wir unsere Choice-Specs nicht mehr haben wollen, können wir das nach Tara einfach mal in die Hand drücken. Das ist dann auch eine ganz coole Sache. Und grundsätzlich Overheat böllert einfach. Wenn wir uns Benes Team angucken, ihr habt es die ganze Zeit eingeblendet, ne? Dann stellen wir fest, wenn ich mir so angucke, was seine Lead-Optionen sind, also seine Rocksetter sind Lando T, Fortress, Registeel, Archeops. Das sind seine Rocksetter. Eventuell leadet er auch mit Quillfish als Water-Type, der kann Spikes legen. Ich muss mal eben einen Quillfish-Kalk machen, weil ich hab nämlich mit meinem Investment ein bisschen gegen Lando was gemacht, aber ich weiß nicht, ob das gegen Quillfish reicht, deswegen mache ich mal eben einen random Quillfish in den Kalk rein. Gegen Quillfish reicht das auch. Das ist in Ordnung. Okay, perfekt. Gut, also das Ding ist halt, ich bin nicht Max Special Attack gegangen, auch wenn ich das gerne tun würde. Ich habe ein bisschen Bulk reingetan. Denn dieser Bulk, den wir haben, diese 96 HP Investment, effektiver konnte ich es nicht machen. Ich hätte genauso viel, also wenn ich versucht hätte, mehr auf Death zu gehen, um halt den Move, den ich gleich erwähnen werde, besser zu taken, hätte ich genauso viel investen müssen, wie wenn ich jetzt einfach das in die HP pumpe. Also pumpe ich es einfach in die HP. Da habe ich immerhin auf der Spedef-Seite auch was davon. Also die Damage Rolls wären nicht genauso gut geworden. So, mit diesem HP-Investment werden wir nämlich von einem Landorus, welches kein Damage-Boosting-Item hat und nicht Adamant ist, definitiv eine Stone Age nehmen. Und Max HP Landorus droppt zu Overheat. Und das heißt, es ist vielleicht nicht verkehrt, mit Rotom Heat zu liegen. Es ist vielleicht nicht verkehrt, mit Rotom Heat zu liegen, weil er denkt sich dann wahrscheinlich, hey, ich habe einen Lando, nehme einen Hit, ich kann ihn weg Stone Edge, dann ist ein großer Threat weg. Oder er denkt sich, hey, ich habe eine Yachi Berry, ich nehme eine HP Ice, ich kann jetzt Rocks legen. Und ich denke mir so, nö, tschüss, Overheat, zack, zack, Lando weg. Wäre eine coole Sache. Problem ist dann halt, wenn er mich Stone Edge und er trifft und er ist irgendwie ein offensives Lando, dann ist Rotom Heat auf einem HP, basically. Uncool. Sehr uncool. Wir haben Wish Support auf dem Team, aber Rotom Heat ist eigentlich wichtig. Aber das Ding ist halt, wenn wir Lando removed haben, dann feed das unser Scizor ungemein. Von daher ist das, glaube ich, ein Trade, den ich den ich eingehen möchte. Also das wäre ein Trade, den ich eingehen würde. Rotom Heat gegen Lando. Das ist auch das ganze Moveset von Rotom Heat. Mehr kann ich zu dem Ding gar nicht sagen. Wir gehen einfach weiter zu Jadigon. Das ist unser Rocksetter. Manch ein Verrückter würde sagen, hey, Hippo. Aber ich sage, nee, Rotom Mo. Und deswegen ist Jadigon, glaube ich, ein effektiverer Rocksetter hier. Hat außerdem Glare. Glare ist cooler Support. Wenn ich so Mons wie Rotom geglärt bekomme, geglärt ist Rotom super, dann ist das nämlich slow. Oder wenn ich sowas wie, ja, auch Lando geglärt bekomme. Oder Kadabra, Dragonir, Archeops. Super geile Sache. Ich kann Rotom glären. Ja, Rotom kann man noch paralysieren, der Gen. Es ist unglaublich, aber es ist möglich. Ich kann Rotom glären. Es ist unfassbar. Wäre cool, wenn ich das hinbekommen würde. Also ich würde gerne diese Rotom glären. Ich würde grundsätzlich alles gerne glären. Ich glaube, Glare ist auf allem cool. Ich habe auch keine anderen Status Moves außer Toxic auf Ordoch. Aber Ordoch ist eher nur da, um ein bisschen meine Mons rumzuswitchen. Von daher ist das nicht so schlimm. Also Glare ist einfach ein cooler Move, den haben wir alles gerne draußen. Wir haben super viel Speed Invested, wie ihr seht. Das ist nämlich, damit wir Nachtara outspeeden. Wir können nämlich mit Outrage und Spedef Nachtara können wir twitten. Also mit Rocks. Das ist cool, das ist wichtig. Wäre halt scheiße, wenn wir Nachtara glären, dann werden wir
dann kommt die Synchro, dann werden wir auch paralysiert. Wäre uncool tatsächlich. Würde ich gerne vermeiden. Das ist das eine, das ich nicht gerne klären würde. Aber alle anderen, die würde ich gerne klären. Outrage böllert dann halt. Wir haben die Rocks, weil wir brauchen gerne, wir hätten gerne Rocks. Wir wollen gerne Sturdies ankratzen von zum Beispiel dem, wie heißt du, Fortress. Und wir wollen gerne Chip Damage auf allem. Vor allem auf Archeops. Und Earthquake habe ich dann auch mitgenommen, weil das Regi-Stil gut treffen würde. Oder das Quillfish. Ding ist halt, ich weiß nicht, ob sich Regi-Stil für ihn lohnt. Ich denke, wenn er einen seiner Steel-Types mitnimmt, dann wahrscheinlich eher Fortress. Weil Spikes sind echt gut gegen mich. Von daher denke ich wahrscheinlich eher Fortress über Regi-Stil. Ich finde Regi-Stil auch tatsächlich. Ich muss sagen, gegen das Team, was ich gebaut habe, ist Regi-Stil besser. Aber grundsätzlich glaube ich, ist Fortress eher der Way to go. Aber deswegen habe ich halt Earthquake über Fire Punch genommen. Also Regi-Stil treffe ich damit härter und außerdem halt Quillfish. Fortress würde ich auch treffen mit Earthquake, das wäre in Ordnung. Ich habe genug Sachen gegen Fortress. Das ist nicht so tragisch. Als Fähigkeit habe ich Jutskin genommen, weil alle anderen Fähigkeiten bringen mir halt einfach nichts. Die anderen bringen mir halt alle nichts. Klar, ich könnte jetzt Moldbreaker nehmen, seine Levitator zu hitten mit Earthquake. Super, beides Monster, die ich lieber outragen möchte. Also, ich glaube, Jutskin hilft mir mehr. Dann kann ich sowas wie Fake Out von dem Hariyama nehmen oder grundsätzlich Waterfall vielleicht von dem Quillfish punchen. Ich glaube, Roughskin bringt mir ein bisschen mehr. Genau. Dann haben wir Scarf Scissor dabei, weil Scarf Scissor ist ein gutes Scissor. Adamant, wir haben genug Speed für ein Archeops, welches genug Speed für Mien Shao hat. Für Max Speed Archeops hat es leider nicht gereicht, aber deswegen habe ich noch extra Bullet Punch drauf getan, damit wir den immer noch hitten können. Outspeeden damit basically alles. U-Turn, cooler Move. Ich sag's euch, wenn Lando removed wird Turn 1 und ich kann mit Scissor Free U-Turn, dann ist das Leben perfekt. Der hat zwar seinen Steel-Type, den er da reinbringen kann, sein Fortress. Aber wenn er halt Fortress auf eine U-Turn reinbringt, dann kriege ich halt eins meiner anderen Pokémon rein. Also wenn Rotom noch lebt, Rotom. Oder halt sowas wie hier. Den hier oder den da. Die sieht man, glaube ich, bei OBS gar nicht. Also ich meine den hier oder den hier. Von daher denke ich, Scarf Scissor ist eine ganz coole Socke. Der outspeedet halt alles. Das hat mir beim letzten Mal ein bisschen gefehlt. Ich war ein bisschen slow unterwegs. Scarf Rotom ist so das einzige Rotom, was mir da wirklich gefährlich ist. Klar, ich kann halt auch nicht auf den Will-O-Wisp reinkommen. Und auf dem Thunderbolt will ich es auch eher ungern, aber ich könnte. Und wenn ich halt auch speede, dann muss er halt Angst haben. U-Turn ist zwar kein One-Hit, aber es macht 1 Million. Und Bugbite ist, glaube ich, ein One-Hit gegen Offensives. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber sollte. Coole Sache. Auf dem letzten Slot habe ich mich dann für Superpower entschieden. Man hätte so über Aerial Ace nachdenken können. Aber ich glaube, Superpower ist so der optimale Move, weil der halt von Umbreon den Switch in seine Steel-Types covert, so einigermaßen. Deswegen denke ich, Superpower wahrscheinlich der sinnvollste Move auf dem letzten Slot. Dann haben wir Mistreavis dabei mit einem lustigen Spread. Ich habe 160 Death Investment drauf getan, natürlich Max HP. 160 Death Investment, damit ich einigermaßen komfortabel auf Hariyama reinwechseln kann. Ich rechne auf Hariyama nicht mit einem Guts-Set, ich rechne mit einem Dingens-Set hier, mit einem Speckschicht-Set, damit der in Overheat reinkommen kann. Von daher glaube ich nicht, dass er so super viel Schaden macht. Braucht deswegen nicht 1 Million Death Investment. Das sollte so reichen. Das stärkste Mechanismus ist, glaube ich, Stone Edge. Kommen wir mit klar. Und den Rest habe ich halt in die Spedef gepumpt, damit wir halt Hits von Rotom besser taken, Hits von Kadabra besser taken und Hits von Miss Mages besser taken. Mistreavis vs. Miss Mages ist ein ganz lustiges Matchup. Ich mache euch das mal eben in Kalk. Mistreavis Onyx vs. Miss Mages. Magius, so. Wir machen uns gegenseitig basically gleich viel Schaden. Also das heißt, Miss Mages gewinnt das Matchup, weil Miss Mages schneller ist. Aber wir machen uns gegenseitig basically gleich viel Schaden. Das ist ein bisschen lächerlich. Aber nimmt man dann. Coole Sache ist auch, dass wir Destiny Bond haben. Heißt, wir können eventuell einen Kill forcen. Vor allem, wenn wir Taunt haben. Also, Regi-Stil wird komplett ausgeschaltet. Gleiches mit Fortress. Fortress hat noch Volt Switch. Also Regis hier wird komplett ausgeschaltet. Wir können nach Tara potenziell 1v1. Deswegen wäre es vielleicht eine Idee wert, Horrorblick zu spielen, damit wir tatsächlich nach Tara einfach Horrorblicken können.
Horrorblick, Torn, Destiny Bond. Klingt nach einer coolen Combo. Wisst ihr was? Wir scheißen auf Shadow Ball. Wir scheißen auf Shadow Ball. Wir nehmen Horrorblick mit. Ich finde den Horrorblick gerade zu geil. Wo haben wir den Horrorblick denn? Ist der hier oben mit bei? Kann ich nicht, ne? Nee. Horrorblick. Haben wir dich. Gucken wir mal nach Ghost Moves. Finden wir ihn doch bestimmt. Kein Horrorblick. Ich glaube, der hat gar keinen Horrorblick. Das ist ja sad. Das ist ja sad. Der hat einfach keinen Horrorblick. Hast du irgendwie einen Block oder sowas? Kannst du keine Switches verhindern? Mich gerade verarschen? Ah doch, da. Ist ein Normal Move. Huch. Okay, dann tun wir doch Mean Look drauf. Da haben wir ihn, den Horrorblick. Dann tun wir Mean Look drauf. Das ist eine coole Sache. Ich glaube, ich will das nach Tara trappen. Ich glaube, ich habe da Bock drauf, das nach Tara zu trappen. Das gefällt mir. Okay, wir bleiben bei Mean Look. Mean Look ist cool. Mean Look ist sehr cool. So, haben wir das. Haben wir das. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, dann haben wir Ordino dabei. Mit dem Eject-Button. Das ist eine ganz coole Sache, weil wir können damit auf den Volt-Switch von Rotom reinkommen und den Switch von Rotom verhindern. Weil, also, Rotom Volt-Switch, wir bringen Ordino rein. Und Rotom kann dann nicht zu Volt-Switch ausswitchen, sondern wir bringen mit dem Eject-Button dann unser Rhodonit rein und dann sind wir auf einmal in der Advantage. Damit können wir das Ganze ein bisschen einmal umdrehen und Rotom Moe ist halt ein riesen Threat. Rotom Moe ist wahrscheinlich sein bestes Mon gegen mich und damit können wir das halt einmal umdrehen, was eine ganz coole Sache ist. Ansonsten halt Full Speed Death, damit wir Rotom Moe taken können. Ich habe mich dafür entschieden, keine Tech-Move zu spielen. Wir spielen Wish Protect Toxic Encore. Das heißt, wir werden hart von Kadabra gewallt. aber das verhindert halt das Gegner auch von Setupen. Wir können damit Gegner in irgendwelche dummen Moves locken. Wir können halt mit Wish unser Team supporten. Das ist ja halt das Einzige, was Ordino machen soll. Toxic habe ich halt eigentlich nur drauf, damit wir nicht komplett hilflos aussehen. Und dann haben wir Ludicolo dabei mit einem interessanten Set. Ich habe ein bisschen Speed drauf getan, weil wir Speed teilen mit No Speed Dragonier. Und ich möchte gerne No Speed Dragonier einfach ausspielen. Deswegen habe ich ein bisschen Speed drauf getan. Damit ich mit Ice Beam, No Speed, Dragon immerhin outspeeden und hitten kann. Wir haben Leftovers, um es ein bisschen zu recovern. Selbes natürlich auf Jadigon. Und wir haben Sub. Das ist nämlich eine ganz coole Sache, denn mit diesem Strat können wir auf Umbreon zum Beispiel subben. Wir können auf. Wir können halt auf Monster, die aus uns auswechseln wollen, subben. Wir können halt zum Beispiel Rotom ist drin. Rotom will aus uns raus, wo switchen wir subben. Wir sind gegen Fortress drin, wir subben einfach. Und dann haben wir Ice Beam und Hydro Pump, damit treffen wir basically alles. Und Whirlpool ist halt auch wieder eine Trapping-Option. Die mir hier ganz gut gefällt, um halt eventuell Mons einfach zu removen. Also sowas wie Quillfish ohne Poison Jab. Den removen wir einfach, wir whirlpoolen den und dann warten wir, bis er stirbt, indem wir ein bisschen Hydro Pump spammen. Wir subben auch einfach dann auf den. Wir können halt das, mit Whirlpool können wir das registriert trappen und dann einfach weg Hydro Pumpen. Wir können uns halt einzelne Mons, die sich denken, die 1v1 uns, können wir jetzt einfach trappen. Oder die denken, die bleiben auf uns drin und machen irgendwie was Lustiges. Die trappen wir einfach und hauen eine Menge Schaden auf die drauf. Und das ist cool, weil das hilft alles dadurch, dass dem Scissor, dass es am Ende dann durchgehen kann mit seinem Scarf Bugbite oder ähnlichem. Und das ist das Team, was wir heute bringen. Ich bin ein bisschen experimenteller heute, weil ich bin mir unsicher gegen Bene. Aber wir gucken mal. Wir sehen uns dann im Kampf. Bis dahin. Ciao!